Internationales Steuerrecht für Bachelorstudenten, Masterstudenten, zukünftige Diplom-Finanzwirte und angehende Steuerberaterinnen und Steuerberater. Ja, zusammen mit Professor Dr. Manfred Klein reden wir über das internationale Steuerrecht. Wir haben die Folien aus unseren Vorlesungen dabei, haben das ein bisschen reduziert, werden nicht alle Kapitel besprechen, haben die Schwerpunkte auf den fetten Kapiteln gelegt. In Video Nummer 1 haben wir bereits so einen Überblick gegeben, was ist in der Beratung später als Steuerberaterin oder Steuerberater so spannend. Und jetzt machen wir weiter mit Kapitel Nummer 1. Ja, besondere internationale Vorschriften bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten. Und wenn ich da schon mal so einmal reinschaue, dann ist das total spannend. Da geht es um ESDG, KSDG, AO, um völkerrechtliche Vereinbarungen, um EU-Primär- und Sekundärrecht, um die Amtshilferichtlinie, Beitreibungsrichtlinie, Mutter-Tochter-Richtlinie, Lizenz- und Lizenzrichtlinie, Fusionsrichtlinie. Und die Videos dazu, die habe ich in einer Playlist da oben einmal zusammengefasst. Und jetzt steigen wir in die Details auch direkt ein. Herzlich willkommen. Zusammen mit Professor Dr. Manfred Klein, auch Professor hier an der FOM-Hochschule, werden wir heute mal über diese Vorschriften sprechen. Ich gehe nochmal zwei Folien zurück und jetzt Video Nummer 2, das erste große Kapitel, Manfred. Ich würde mal übergeben, so viele Vorschriften, total spannend. Ja. Das internationale Steuerrecht, es hört sich so global an, es ist im Grunde nationales Recht. Es ist entweder originationales Recht oder umgesetztes multinationales, also internationales Recht. Und wenn wir uns das einmal anschauen, wo ist das internationale Steuerrecht verortet? Erstmal ganz normal im Einkommensteuergesetz, im Körperschaftssteuergesetz, im Außensteuergesetz insbesondere. International gibt es viele Verträge, das Doppelbesteuerungsabkommen. Das sind Verträge, die Deutschland mit vielen Ländern der Welt geschlossen hat. Ungefähr 100 Doppelbesteuerungsabkommen im Bereich der Einkommensteuer, nur 6 im Bereich der Erbschaftssteuer gibt es. Und in diesen Doppelbesteuerungsabkommen hat sich Deutschland individuell mit den Ländern geeinigt, wie Besteuerungsrechte aufzuteilen sind. Und da rein kommt immer noch die EU mit sogenannten supranationalem Recht, dem europäischen Recht, das hier und da umzusetzen ist und in die Doppelbesteuerungsabkommen und die nationalen Rechte reinwirkt, quasi wie so ein Schirm oben drüber. Und zu nennen sind hier nur die Amtshilferichtlinie, Beitreibungsrichtlinie hat mit dem Bereich der Vollstreckung zu tun. Die Mutter-Tochter-Richtlinie, die kennen wir alle, umgesetzt über den 43b ESTG und den 8b KSTG. Das sind diese Steuerfreiheiten bei Ausschüttungen, grenzüberschreitenden Ausschüttungen, aber auch inländischen Ausschüttungen in der Unternehmensgruppe. Zinslizenzrichtlinie, Fusionsrichtlinie, teilweise umgesetzt im Umwandlungssteuergesetz im Bereich internationaler Umwandlungen. Hier einmal ganz kurz auf der Folie, wie ist das bei Dividenden? Bei Dividenden sind bei bestimmten Beteiligungsgrößen die Ausschüttungen entweder steuerfrei gestellt oder in der Steuer deutlich reduziert. Dasselbe bei Zinsen und Lizenzen. Manfred, jeder der Studierende hat nun hier NWB, wichtige Steuergesetze, und so das richtige internationale Steuergesetz, das finde ich hier drin nicht. Also die Gesetze, die du genannt hast, hier vorne ESDG, KSDG, AO, die kennt man vielleicht aus den ersten Semestern, aber ist denn da auch ein internationaler Teil drin? Die Vorschriften sind verstreut, die internationalen Vorschriften sind verstreut über alle nationalen Gesetze. Der 43b ESDG ist zum Beispiel eine internationale Vorschrift, weil Umsetzung einer Richtlinie, genauso wie der 8b KSTG. Mhm. Es werden also internationale Richtlinien, die die Staaten vereinbart haben, in nationales Recht umgesetzt. Auch dann erst werden die wirksam. Mhm. Das heißt, es gibt im Grunde kein internationales Recht ohne eine innerstaatliche Umsetzung, was sich auch an Vorschriften zeigt, die ein sogenanntes Treaty Override zum Beispiel gestatten. Ja, das einzige Gesetz, wo ich sagen würde, das ist rein international, ist das Außensteuergesetz, das ASTG. Das hat nur internationale Steuervorschriften. Aber du schreibst auch ein spezielles Gesetz. Genau, genau. Das Außensteuergesetz ist eben für Grenzübertritte, für grenzüberschreitende Gestaltungen gemacht, um das deutsche Steuersubstrat ein Stück zu beschützen, ist aber ein rein nationales, protektionistisches Gesetz. Ja. Du hast jetzt schon super viel Erfahrung, warst selber vorher woanders an einer anderen Hochschule Professor, hast schon unglaublich viele Klausuren zum internationalen Steuerrecht im Bachelor-Master-Studiengang gestellt und vor 20, 30 Jahren auch selber mal viele Klausuren geschrieben, inklusive Steuerberaterexamen. Was brauche ich denn jetzt für Bachelor, Master, Diplom-Finanzwirt in Nordkirchen und für Steuerberaterexamen insbesondere? Das internationale Steuerrecht gewinnt an Bedeutung, nimmt immer mehr zu. Das Außensteuergesetz ist sicherlich eines der Gesetze. Ja.
die Grundkenntnis der Doppelbesteuerungsabkommen, deren Technik, Regelungstechnik ist auch wichtig. Ja. Und dann eben die einzelnen Normen wie 43b, 8b, KSTG sind Normen, die immer wieder vorkommen. Okay, und ganz vorne angefangen, unbeschränkte, beschränkte Steuerpflicht, eine ESDG, KSTG, eine AO, die Betriebsstätte oder der Ort der Geschäftsleitung, sollte man wissen, was ein Wohnsitz ist, alles in der Abgabenordnung vorne in 8, 9, 10, 11 geregelt. Ja? Genau. Und dann sowas wie EU-Recht, primäres EU-Recht, AEUV, der Arbeitsvertrag der Europäischen Union oder Sekundärrecht, und welche Richtlinie muss ich hier können für eine Klausur im Bachelor? Brauche ich für keine Klausur. Das heißt, da kann man durchaus auf Lücke setzen. Genau. Aus meiner Doktorarbeit, damit habe ich mich mit diesen Themen intensivst beschäftigt, Amtshilferichtlinie, Beitreibungsrichtlinie und so weiter und so fort. Da sagst du, hier einmal den 43b ganz dickfett markieren, weil die Mutter-Tochter-Richtlinie von der Europäischen Union ist dort ins nationale Gesetz überführt, genauso wie die Zins- und Lizenzrichtlinie 50g und 50h, aber das ist auch schon wieder für Klausuren eher selten der Fall. Und dann habe ich Mandanten immer in der Beratung, die fragen, Herr Jun, jetzt ich bin international tätig, wie du es da dargestellt hast, Mutter GmbH in Deutschland, Tochtergesellschaft im Ausland, es wird Ware verkauft. Und die fragen mich, brauche ich eine Verrechnungspreisdokumentation? Wenn ich jetzt Ware von Köln nach Bonn verkaufe, brauche ich keine Verrechnungspreisdokumentation. Wenn ich aber jetzt auf einmal zu meiner amerikanischen Tochtergesellschaft nach New York verkaufe, dann brauche ich doch sowas. So ist das. Und das Ganze resultiert auch wieder aus einem nationalen Gesetz der Abgabenordnung. 90 Absatz 2 AO legt uns erhöhte Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten auf. Insbesondere die Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung, Beweismittelbeschaffung, aber Beweismittelvorsorge auch. Und deshalb brauche ich diese Verrechnungspreisdokumentation, weil aufgrund der Dokumentation ich eine gewisse Beweisvorsorge treffe und auch eine Umkehr der Beweislast erreichen kann. Das heißt, wenn ich sorgfältig dokumentiere, muss die Finanzverwaltung beweisen, dass das Gegenteil richtig ist. Also der Anscheinsbeweis spricht erstmal für mich. Verstanden, wenn ich eine ordentliche Dokumentation habe. Zur Verrechnungspreisdokumentation habe ich kürzlich ein Video gemacht, das verlinke ich Ihnen natürlich wieder hier oben. Und dann sehe ich noch den Paragraph 160 Abgabenordnung. Also ich mache mal einen kreativen Fall, aber ich stelle mir gerade ein deutsches großes Unternehmen vor, was in irgendeinem Land, wo es nicht so gute Gesetze gibt, eine neue Tochtergesellschaft gründen möchte und da läuft sehr viel über Bestechung. Und jetzt greife ich in die Geschäftskasse und nehme Bargeld raus und drücke da mal jemandem 100.000 Euro in die Hand. Jetzt unabhängig von strafrechtlichen Konsequenzen kann ich hier 100.000 Euro dann als Betriebsausgabe abziehen, weil solche Fälle jetzt nicht ganz so deutlich kommen hin und wieder mal in der einen oder anderen Klausur vor. Die Benennung von Zahlungsempfängern 160 AO ist hier das Stichwort. Die Abgabenordnung, die legt uns bei grenzüberschreitenden Sachverhalten besondere Mitwirkungspflichten auf, auch was die Adressatenbenennung angeht. Also es reicht nicht nachzuweisen, dass das Geld von meinem Konto runtergegangen ist. Es reicht noch nicht mal nachzuweisen durch eine Rechnung, die mir gestellt worden ist, dass da auch irgendwo ein Zahlungsempfänger war, sondern dieser Zahlungsempfänger muss auch in Richtung wirtschaftlich Berechtigten benannt werden. Und der wirtschaftlich Berechtigte ist vielleicht nicht irgendeine Limited, die auf den Cayman Islands inkorporiert ist, sondern man muss belegen, wer dahinter steht. Und das ist oft nicht einfach. Was ist der Grund dafür? Im Grunde nicht, dass wir irgendeinen Steuerpflichtigen auf den Cayman Islands fassen möchte, sondern die Finanzverwaltung weiß ja gar nicht, ob nicht diese Zahlungen, die du da geleistet hast, wieder zurück ins Inland fließen. Vielleicht stehst du, Christoph, hinter der Cayman Island Limited und ich zahle an dich nur fadenscheinig über eine Auslandsgesellschaft. Ja. Ich hatte dazu mal einen Fall mit einem Mandanten, der hat in Nordafrika ein Truckunternehmen aufgemacht und dann stehen da immer alle paar Kilometer ein paar Jungs mit schweren Gewehren auf der Straße. Das ist inoffiziell, ja, das sind Privatpersonen, sagen, hier darfst du nur durch, wenn du jetzt so und so viel Dollar zahlst. Und dann zahlt er immer diese Dollar und klassischer Fall von 160 Abgabenordnung, der wusste nicht, wem der das bezahlt, ja, kann nicht als Betriebsausgabe abziehen. In der Klausur würde man das dann so formulieren, dass Max Mustermann zahlte in dem und dem Land für den und den Zweck 100 Euro, die Person, die das Geld entgegennahm, das war der Schulze. Mehrere Informationen hatte er nicht von dem Zahlungsempfänger. Und da muss man 160 AO zitieren. Genau. Super, Manfred. Vielen lieben Dank. Das waren im Grunde schon die ersten beiden Videos. Im dritten Video, da gehen wir hier auf Kapitel 2 an, Arten der Steuerpflicht. Beschränkte, unbeschränkte Steuerpflicht, ESTG, KSTG und so weiter und so fort. Das Video, das verlinke ich Ihnen schon direkt hier, sobald es online ist. Und dann sehen wir uns da auch schon direkt wieder.